Willkommen bei Hato. Heute möchten wir Ihnen unsere Pico Plus Baureihe vorstellen. Mit jeweils nur 10 mm Durchmesser und hochwertigen Besätzen für die verschiedensten Aufgaben sind diese wahre Spezialisten, die Ihnen nun die Politur kaum zugänglicher Stellen ermöglichen. Wir beginnen mit unserer weichen Ziegenhaarbürste Pico Plus 110 pp und deren Einsatz in der Zahntechnik. Auch die kleinsten und engsten Winkel einer Prothese können mit unserer Pico Plus 110 pp gut erreicht und poliert werden. Wir empfehlen eine Drehzahl von 20.000 Umdrehungen pro Minute. Zum anschließenden Spiegelglanz empfiehlt sich die Bürste Pico Plus 150 10 pp, die einen Besatz aus grober Baumwolle hat. Hier liegt die optimale Drehzahl bei 10.000 Umdrehungen pro Minute. Sie erreichen so eine erstklassige Qualität durch eine lückenlose Politur. Zur exakten Politur von Kobalt-Chrom-Modellgüssen erreichen Sie mit der Bürste 12110 pp, deren Besatz schwarze, harte Schweineborste ist, auf die schwierigsten Stellen bei einer empfohlenen Drehzahl von 20.000 Umdrehungen pro Minute. Die Überlegenheit unserer Pico Plus Serie in der Bearbeitung auch schwerst zugänglicher Stellen zeigt sich ebenso in der Herstellung von hochwertigem Schmuck. Bei diesem mit Oxidbeize mattiertem Silberring sehen Sie, wie auch kleinste erhabene Stellen mit Leichtigkeit glanzpoliert werden können. Die Pico Plus 182-10 pp, die hier verwendet wird, ist mit Edelstahldraht besetzt und wird mit einer Drehzahl von 10.000 Umdrehungen pro Minute angewendet. Bei der Politur dieses individuellen Silberrings wird ebenfalls bei 10.000 Umdrehungen pro Minute mit dem Messingbesatz unserer Pico Plus 142-10 pp die Patina auch von den unzugänglichen Stellen entfernt. Die Stärken unserer Pico Plus Produkte zeigen sich besonders deutlich bei ausgetieften Fassungen. Hier eine silberne Ringschiene mit einer 750er Goldfassung, die für die Aufnahme eines klaren Steins makellos poliert sein muss. Wiederum mit unserer Ziegenhaarbürste Pico Plus 110 pp und einer Drehzahl von 20.000 Umdrehungen pro Minute ist die Halbschale binnen kürzester Zeit fertig poliert. Nicht nur im klassischen Handwerk, sondern auch in der industriellen Fertigung oder der Werkzeugpflege gibt es etliche Herausforderungen, die mit unseren Pico Plus Bürsten mit Leichtigkeit zu bewältigen sind. Hier sehen Sie, wie in einer Produktionshalle auf einer Drehbank ein Nietstempel mit unserer Bürste 110 pp poliert wird. Zuerst mit einer Vorpolierpaste und anschließend mit einer frischen Bürste und einer Glanzpolierpaste. Man erkennt gut, dass auch solche kleinen Werkzeuge wunderbar mit unseren Pico Plus Bürsten poliert werden können. Zum Abschluss stellt Ihnen unser Rotili noch die ganze Produktgruppe vor. Wir produzieren unsere Pico Plus mit verschiedenen Füllmaterialien. Ziegenhaar, Pferdehaar und Junkingborsten. Mit Baumwolle, mit Messing, Edelstahl oder Stahldraht und mit Scotch-Brite.